Messenger. Es ist irgendwie auch kein, keine Ahnung, kein StudiVZ. Es ist, tja, was ist es eigentlich? Twitter ist mehr so dieses Informationsaustausch und mehr so dieses, was jetzt gerade so im Netz passiert. Also es ist halt weniger so das direkte Miteinander mit den Leuten. Für kurze Statusnachrichten halt, da edit man ja eher weniger Freunde, sondern mehr so Nachrichtenseiten oder irgendwie Zeitschriften, hier aus Hamburg vor allen Dingen, was geht am Wochenende und so, das erfährt man ganz gut über Twitter. Ich habe eine Menge Follower und follow auch vielen Leuten und das ist eine kleine Community, würde ich sagen. Twitter ist für mich sowas wie RSS-Feeds 2.0 und so benutze ich das auch. Also es ist ein direkter Nachrichtendienst, direkter geht es fast gar nicht. Irgendwelche Webdesigner oder Entwickler, die ab und zu mal nützliche, also für mich nützliche Links posten, die ich so weder in meinem RSS-Feed finden würde, noch auf irgendwelchen Blogs oder auch nicht bei Facebook. Facebook, hauptsächlich eine Seite, wo man sich mit Freunden vernetzt. Bis Oktober 2010. Da bin ich bei Facebook ausgestiegen, weil es einfach, also ich habe es nicht richtig benutzt, es war das dritte Rad am Wagen sozusagen. Ja, Facebook ist halt der Ort, wo quasi alle Leute, die ich im direkten und im entfernten sozialen Umfeld habe, halt versammelt sind. Also es ist immer was, wo irgendwas passiert, weil garantiert irgendjemand irgendwas Lustiges gerade gepostet hat. Was hat mir Facebook zu bieten? Also, als ich Facebook verlassen habe, da war glaube ich gerade Mafia Wars das Hippe. Das ist mir ehrlich gesagt nur auf den Wecker gegangen. Lass mich auch immer benachrichtigen per E-Mail, wenn irgendwas neu bei Facebook ist, sodass ich nicht jeden Tag irgendwie darauf rumsurfen muss. Man bleibt sehr leicht auf Facebook hängen. Das könnte sein, dass das eine Konkurrenz zu Google wird. Ob sie das neue Google ist, sind. Also auf jeden Fall mit einer ähnlichen Userzahl und einer ähnlichen Macht ausgestattet. Twitter ist eben eine Microblogging-Plattform für die Welt, für mich. Also ich kommuniziere mit der Welt, diese Leute muss ich nicht unbedingt kennen. Facebook hingegen ist mehr so, also ein Social Network, also im klassischen Sinne, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Twitter ist was sehr viel Webspezifischeres. Also ich, alle Leute, die twittern, haben halt einen gewissen technischen Background bei mir in meinem Twitter-Feed. Also in meiner Twitter-Timeline und bei Facebook sind halt auch Leute, die eigentlich gar keine Ahnung von Technik haben. Ich glaube, dass viele Leute praktisch, dass für die das Internet mittlerweile Facebook ist, mit allem, was dazugehört. Man grundsätzlich bei Twitter sagen kann, alles, was ich halt sozusagen an Tweets veröffentliche, ist öffentlich. Und dadurch hat man halt eine sehr große sozusagen Basis an Leuten und Themen, die sich halt auf einer sehr breiten Ebene austauschen können. Und Facebook ist halt immer mein Freundeskreis. Twitter hat diesen minimalistischen Ansatz, der ist auch cool. Aber Facebook macht einfach, glaube ich, für Leute mehr, die keinen Bock haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Was ich mir vorstellen könnte, ist übrigens, dass Facebook einfach irgendwann Twitter kauft. Das wäre die logische Konsequenz, Mark. Zuckerberg hat Kohle ohne Ende und ich weiß nicht, ob die Jungs mittlerweile bei Twitter darauf gekommen sind, wie sie Geld verdienen. Irgendwann wird wahrscheinlich jemand sagen, hier integriert doch einfach die Leute von Twitter in Facebook. Ich weiß nicht, ob wie viele Leute dann noch da wären, aber es ist halt eine logische Konsequenz, weil Facebook hat nämlich im Gegensatz zu Twitter eine Vermarktungsstrategie. Ja, das ist einfach Facebook, definitiv. Also Twitter. Okay. Facebook, ja, definitiv. Ich würde mich für Facebook entscheiden mittlerweile, weil ich das Gefühl habe, dass Facebook deutlich stärker wächst. Ich versuche ja nur irgendwie noch irgendwelche Tablette hinzulegen. Was ist denn die Mehrzahl von Tablett? Ja. Tablets.